guess it's funnier from where you're standing. Cause from all I hear I miss the joke. Cut the way for my crash landing. I've done it again. Another number four. Was my decision, and the money was just rolling in. If I had more than my ambition, I had time to please, I'll have time to thank you. It's soon as I win, so I'll be your clown. Du bist vor eineinhalb Jahren mit deiner Familie von Slowenien in die Schweiz gekommen. Magst du dich noch erinnern, wie war das für dich, als du hierher gekommen bist? Also, wenn ich gekommen bin, konnte ich nicht Deutsch sprechen. Und es war für mich schwierig und ich habe in der Schule Englisch geredet. Aber eigentlich gefällt es mir hier gut und es ist einfach ein sehr schönes Land und es ist sehr nett. Also, Schweizer sind sehr nett und ich finde es einfach gut. Und jetzt, eineinhalb Jahre später, bist du da bei uns, bei den grössten Schweizer Talenten. Und wir sind stolz darauf. Und da unten strahlt noch einer wie ein Maienkäfer. Definitiv in einem Maienkäfer. Weil, ja, ich bereue es keine Sekunde, dass ich für dich gedrückt habe, den goldenen Buzzer. Du siehst, der Glitter ist noch da. Und ich bringe dich gerne noch ein bisschen auf die Bühne, weil diesen Glitter hast du mehr als verdient, Lina. Weil du hast eine tolle Stimme und man hätte es sich ja sehr einfach machen können. Du hättest irgendwie können «One Moment in Time» singen. Nicht, dass es das ein einfacher Song wäre, aber irgendein Heuler, den alle kennen. Ein Whitney Houston-Kracher. Aber du hast ein Lied ausgelesen, wo, sag ich jetzt mal, sehr wenig Leute kennen. «Der Clown», ein modernes Lied. Aber das hat gezeigt, was du für eine tolle Stimme hast. Mit vielen Emotionen. Obwohl du so jung bist, bist du sehr weit schon, stimmtechnisch. Und ich habe wirklich Hühnerhaut gehabt. Ich habe glänzige Augen bekommen. Mir ist es gegangen wie im Theater 11, wo ich den goldenen Knopf durfte drücken. Und ich bin extrem stolz, was du heute hier abgeliefert hast. Ich weiss, der Druck ist gross. Es schauen viele Leute zu.
Also ganz grosses Kompliment. Die Applaus, definitiv. Zwei Daumen hoch. Dankeschön, Sven. Christa, Lina ist 12. Hast du dir mit 12 vorstellen können, auf so einer Bühne zu stehen? Nein, ich hätte es auf keinen Fall geschafft. Also gratuliere wirklich, Lina, du bist so jung und du wirkst trotzdem so souverän auf so eine große Bühne. Wenn du singst, alles verschwindet, es bleiben nur die Sterne hinter dir und deine wunderbare Stimme. Ich würde wirklich sagen, heute Abend ist ein Stern geworden, ein Stern, der deinen Namen trägt. Lina, bravo! Grazie, Christa. Und wenn Sie zu Hause den Stern auch gesehen haben, und da bin ich mir fast sicher, dann merken Sie sich die Startnummer 02. Lina Kudusovic!